Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota. Im Frühjahr 2019 waren wir zu Besuch beim Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei seinem Ligaverein, den Kölner Haien. Wir lernen mit Moritz Müller eine absolute Führungspersönlichkeit kennen. Einen, der in seiner Karriere schon alles erlebt hat. Auch den größten Erfolg einer deutschen Auswahl überhaupt in der langen Geschichte dieser Sportart, den sensationellen Silbermedaillengewinn bei den letzten Olympischen Spielen in Pyeongchang. Damals, 2018, fesselten die Kufen-Cracks eine ganze Nation vor den Bildschirmen, überstanden in dramatischen Partien Runde um Runde und wurden erst ganz am Ende und denkbar knapp von Russland im Finale bezwungen. Moritz Müller ist mittlerweile 35 Jahre alt und auch wenn ein ähnlicher Husarenritt wie damals im Konzert der ganz großen Eishockeynationen schwer vorstellbar ist, träumt er doch davon, noch einmal olympische Geschichte zu schreiben. Vielleicht dieses Mal in Peking, ja sogar eine goldene. Ja, sportlicher Erfolg ist irgendwie mit Gewinn verbunden. So sehe ich das Ganze auch. Schwer aus Niederlagen, da lernt man natürlich, aber als Erfolg kann man das eigentlich nicht verbuchen. Als Sportler sollte man immer nach dem Höchsten streben. Und wenn es dann nicht geklappt hat, kann man danach immer noch überlegen, warum es nicht gepasst hat. Aber man fährt auf jeden Fall dahin, um zu gewinnen. Eine klare Ansage des Routiniers, der genau weiß, was ein guter Zusammenhalt im Team alles bewirken kann. Mittlerweile ist der Finne Toni Söderholm Bundestrainer und auch sonst hat sich einiges in der Mannschaft verändert. Aber das Selbstvertrauen durch die olympische Sensation von 2018 ist nach wie vor groß. Es gibt außerdem so viele deutsche Spieler wie noch nie in der größten Eishockeyliga der Welt, der NHL. Für Moritz Müller soll Peking der perfekte Abschluss einer tollen internationalen Karriere werden. Was erwartet er, vom sportlichen Erfolg abgesehen, von den Spielen in diesen turbulenten Pandemiezeiten? Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt, denkt man da schon so ein bisschen drüber nach. Man weiß ja, wie es vor Corona war. Ich denke, dass es etwas andere Spiele werden, aufgrund der Hygienemaßnahmen und Corona-Bestimmungen, die da in China herrschen. Ich denke, es bleibt abzuwarten. Ich freue mich dennoch auf die Erfahrung und auf das, was es wird. Und ich hoffe, dass irgendwie ein olympisches Gefühl dabei entsteht. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom weltweiten Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele. Toyota.